Wenn du schon mal eine BGA gemacht hast, dann kennst du den Kohlendioxid-Partialdruck. Aber woher kommt das CO2? Aus unseren Zellen. Beim Stoffwechsel entsteht es dort und wird dann in der Lunge abgeatmet. Hier kommt es aber von den Zellen in die Lunge. 10% des Kohlendioxids werden durch die Erythrozyten transportiert. 5-10% sind physikalisch gelöst als Gas im Blut und das ist das, was wir dann messen können in der Blutgasanalyse. Und 80-85% werden als Bicarbonat transportiert. Wie das? In den Erythrozyten wird aus Kohlendioxid und Wasser H2CO3, das ist Kohlensäure. Kohlensäure ist aber als Molekül extrem instabil und irgendwann gibt es ein Proton ab. Was üblich bleibt, ist das HCO3, also Bicarbonat. In Form des Bicarbonats wird das Kohlendioxid jetzt Richtung Lunge transportiert und dort verläuft dieser Prozess dann rückwärts und wir können das CO2 abatmen. Wir atmen nicht wegen dem Sauerstoff, sondern wegen dem Kohlendioxid. Kohlendioxid an sich ist sauer. Das bedeutet, wenn ich aufhöre zu atmen, wird der pH-Wert in meinem Blut immer weiter fallen. Zu viel CO2, also zu viel Kohlendioxid, Kohlensäure, lässt mein pH fallen und ich werde sauer. Zu wenig Kohlensäure sorgt dafür, dass ich basisch bzw. alkalisch werde. Durch die Atmung und durch den sauren Anteil des Kohlendioxids können wir so metabolische Störungen ausgleichen. Abkürzung für den Kohlendioxid-Partialdruck ist der PCO2. Referenzbereiche für den PCO2 sind je nach Lehrbuch bei Männern zwischen 35 und 48 und bei Frauen zwischen 32 und 45. Werte von 30 bis 50 kann man auch gut tolerieren. Da heißt es erstmal ruhig Blut bewahren und der Doktor muss dann weitere Diagnostik machen. Akute Verschiebungen unter 25 und über 60 können lebensgefährlich sein. Bei chronisch erhöhten PCO2 kann es durchaus sein, dass der Patient das völlig problemlos verträgt. Das ist zum Beispiel bei langjährigen COPD-Patienten der Fall. Also nicht nur blind auf die Werte vertrauen, sondern sich auch die Klinik des Patienten angucken. Hohe CO2-Werte nennen wir Hyperkapnie und zu niedrige Werte nennen wir Hypokapnie. Das CO2 entsteht beim Stoffwechsel. Je mehr CO2 entsteht, desto mehr muss ich atmen, also mein Atemminutenvolumen hochbringen. Du kennst es vom Sport. Wenn du anfängst zu laufen, zu joggen, wirst du irgendwann immer vermehrt atmen, weil du das CO2, das durch die Muskelarbeit entsteht, abatmen musst. Wenn ich einen Marathon laufe, hängt mir irgendwann die Lunge aus dem Hals, damit ich sie genug belüfte. Ein niedriger PCO2 bedeutet, ich habe eine alveoläre Hyperventilation. Das nenne ich dann Hypokapnie. Das bedeutet, ich habe weniger Kohlendioxid und dadurch weniger Säuren, also steigt mein pH an. Ich habe also eine Alkalose. Ursachen dafür sind zum Beispiel, eine Frau sieht den sexiest man alive. Und noch ein und noch ein. Und irgendwann fängt sie an zu hyperventilieren. Sie bekommt ein bisschen Schwindel, sie bekommt dieses Ameisenlaufen in den Fingern, sie sieht unter Umständen Doppelbilder, bekommt eine Pfötchenstellung und kippt dann irgendwann um in Ohnmacht. Sie hat hyperventiliert. Wir Intensivpflegenden können uns auch mal als sexiest man alive fühlen. Und zwar drehen wir einfach das Atemminutenvolumen an der Beatmung hoch. Je mehr die Lunge belüftet wird, desto niedriger ist der CO2, also hyperventiliert auch da der Patient. Eine andere Ursache kann die Kompensation einer metabolischen Azidose sein. Der Patient ist einfach durch den Stoffwechsel bedingt sauer und wir wollen das CO2 dann loswerden. Also hyperventilieren wir, so kompensieren wir die metabolische Azidose. Auch bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems kann es zu einer Hyperventilation kommen. Das habe ich in der Praxis auch schon erlebt und du kannst da ehrlich gesagt gar nichts dran machen, sondern man toleriert einfach dann niedrigere Werte. Aber auch bei einer Hypoxämie hyperventilieren wir und zwar auch wegen des Sauerstoffs, aber nicht primär. Bei der Hyperventilation, wie ich schon sagte, geht der CO2 runter und ich habe für den PO2 mehr Platz im Gasgemisch. Das ist der Grund bei einer Hypoxämie, warum wir vermehrt atmen. Einen hohen PCO2 haben wir durch eine alveoläre Hypoventilation. Das nennt sich dann Hyperkapnie. Wir atmen also zu wenig, das CO2 im Blut steigt an und unser pH fällt durch die sauren Anteile des Kohlendioxids. Dann sind wir in einer Azidose.
Ursachen können sein eine chronische Lungenerkrankung oder auch eine akute, eine Obstruktion der oberen Atemwege, aber auch Sedativa oder Analgetika, die wir dem Patienten geben, dämpfen den Atemantrieb. Aber auch die Kompensation einer metabolischen Alkalose kann dazu führen, dass wir die Ventilation ein bisschen runterfahren, um mehr CO2 anzuschöpfen. Metabolische Alkalose bedeutet, mein pH geht hoch in die Richtung, die ich nicht haben will, weil ich einfach viel mehr Basen anschöpfe. Also möchte ich mehr Säuren haben und fahre deswegen mein Atemminutenvolumen runter und das CO2 steigt. Wenn ein Patient beatmet ist, dann kann es auch sein, dass wir eine perversive Hyperkapnie haben wollen. Das bedeutet, wir fahren das Atemminutenvolumen von deinem Patienten an der Beatmung runter und der CO2 steigt natürlich an. Das bedeutet, der Patient wird sauer. Dadurch, durch das Ding nennt sich Sauerstoffbindungskurve, das habe ich dir in einem anderen Video schon erklärt, das bedeutet, dass wir den Sauerstoff schlechter in der Lunge aufnehmen, aber ihn sehr gut ins Gewebe abgeben können. Und da gehört der Sauerstoff auch hin. Der PCO2 gibt mir also Auskunft über die pulmonale Ventilation. Daraus kann ich dann schließen, ob ich ein Oxygenierungsproblem habe, ein Ventilationsproblem oder beides. Und ich weiß, ob der Patient respiratorisch oder metabolisch ein Problem hat. Eine Verringerung des PCO2 führt zu einer pulmonalen Gefäßerweiterung. Aber systemisch und zerebral habe ich eine Gefäßverengung. Das machen wir uns beim Hirndruck zunutze. Wir verengen einfach die Blutgefäße im Gehirn und dadurch fällt der Hirndruck ein wenig ab. Dieser Effekt hält aber nur ein paar Minuten bis maximal ein paar Stunden. Ein erniedrigter PCO2 erhöht automatisch den O2, weil dafür mehr Platz ist. Und es sorgt für eine Linksverschiebung in der Sauerstoffbindungskurve. Ich habe also eine bessere Sauerstoffaufnahme in der Lunge, dafür aber eine schlechtere Abgabe ins Gewebe. Der Organismus bleicht diesen Effekt aber irgendwann von selbst aus. Aber ein sehr niedriges PCO2 sorgt für eine Minderperfusion der Organe und schlimmsten Fall kommt es zu einer Ischämie. Vor allem, wenn es das zentrale Nervensystem trifft, ist es gravierend. Bei einer PCO2-Erhöhung haben wir natürlich weniger Platz für den PO2, das heißt, wir haben eine Hypoxämie. In der Praxis gleicht wir das aber über den Sauerstoff wieder aus. Wir haben eine Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve, das HZV wird ansteigen, wir haben eine bessere Sauerstoffabgabe ins Gewebe. Den PCO2 solltest du aber nicht isoliert betrachten, sondern auch andere Werte mit dazu nehmen und dir die Klinik des Patienten angucken. Ich hoffe, du ventilierst ausreichend und wirst nicht sauer. Hände desinfizieren, abonnieren, dokumentieren. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Ich wünsche dir einen ruhigen Dienst. Ciao.